Master. Humble? Hello, Gabby. Me. Yips, yips. Feed me. Wibblerin. Woo-wa. Abso. Abso-shanay. Kimka. Shabe-zeebi. Shandaya. Neep. Ponka. Yipsy, yipsy, yips. Ja, und hiermit herzlich willkommen zu Sims 4 mit der lieben, allerliebsten Refouette. So. So. So, machen wir das ja mal. Das machen wir mal. Ich hoffe, es klappt. Es kann sein, dass es eine Kurzaufnahme wird, weil vorhin bei der ersten Testaufnahme meiner neuen Grafikkarte ist das System ausgegangen. Ich habe jetzt nochmal die BIOS ein bisschen umgestellt. Ich hoffe, dass das die Ursache war. Dann bleibt das noch ein bisschen besser, ein bisschen länger langweilig für euch hier. So. So. Okay, Lefouette, ich habe hier nochmal die Outfit ein bisschen griffig verändert. So. Oh, ich bin ein bisschen müde, weil ich ja wieder nachts aufnehme. So. Ja. Dann seht ihr, was man der netten kleinen Detektivgeschichte hier im Puppenhaus zu. Beleuchtung. Was? Alles in den Büchern. Ich hab die Erleuchtung. Bücher. Bücher. Noch mehr Bücher. Hallo? Ich hab mich verkleidet. So. Pass auf die Fresse. Du bist im Gefängnis. Ja, aua, ja, out. Da, ich finde die Spur. Okay, ja, Fischung ist nett gemacht hier im Puppenhaus, hier, Kasperli-Theater, so. So. Hat sie ein bisschen Spaß gehabt? Geht sie nochmal rein? Okay. Artet aus, ne? Muss ich gleich zur Schule gehen? Ist ein Samstag, okay. Muss nicht zur Schule. Wo können wir denn mit ihr denn mal hin? Was hat ihr am Computer Informationen über Vampire suchen? Wir haben keinen Computer. Können wir uns einen Computer leisten? Nicht so sehr, ne? Wir haben ja nicht mal einen Schreibtisch, sehe ich gerade, ne? Warte mal. Schauen, was geht. Gucken wir mal. Mal das hier, können wir ja da weiter hinstellen. Ich hoffe, das stört nicht. Und dann brauchen wir, na, hier sind die ganzen Einrichtungsräume, wir brauchen nur die Gegenstände hier. Gehen wir hier mal gucken. So. Erstmal brauchen wir Oberflächen. Zack. Dann ein Schreibtisch vielleicht. Nicht so teures, was günstiges. Na, was ist so ein Mädchen? Was ist das? Ein Schreibtisch. Karte oben, Children's Bedroom, Park, Disc. Hä? Was kann man hier hinstellen, ne? Das sieht gut aus. Ja. Bedroom Parkdesk. Ist das noch teurer hier? Ich weiß noch nicht so genau, was ich da, ob ich das ja einfach mal nehmen soll. Kostet nur 100, das ist nicht teuer. Schauen wir da hin. Dann brauchen wir noch einen Stuhl. Stühlchen. Das war ja Komfort, ne? Da finden wir den entsprechenden Stuhl. Dann braucht man nicht so teuer. Na, hier für 30 hier, das passt. Zack. So. Jetzt brauchen wir einen Computer. Gehen wir auf. Kinder werden wir nichts finden, glaube ich. Hier. Ne. Ne. Hier gibt's nichts. Elektronik gehen wir mal. Computer.
Oh, wir können uns kaum einen leisten davon. Zu teuer. Also, was geht hier? Ein Tablet. Das ist super. Das ist ein toller Computer hier. Hm. Ach je, das ist so teuer. Tablet auch noch so teuer. Mann, das ist ja scheiße. Fernseher nicht. Also, hoppla, da will ich nicht hin. Wir verkaufen die Klöderkiste hier. Kaufen wir stattdessen einen Computer. Kriegen wir genug Geld zusammen, Computer zu kaufen? Nein. Wir warten einfach ab. Wir haben schon mal einen Tisch da. Kannst du schon mal hier Hausaufgaben dort machen? Wir arbeiten noch Stück für Stück ran, würde ich sagen. Alles klar. So, jetzt weiter. Ah, ja. Was kann sie hier irgendwie besonders machen dran? Nö, hier kann sie nichts machen. No, nein. Da ist immer ein Glas. Das sollten wir ein bisschen gegen reisen. Wo wollen wir denn mal hin? Plauder mit. Glücklich. Schicken. Reisen. Wir reisen mal ein bisschen. Mal gucken. Wir reisen mal ein bisschen. Was haben wir denn hier? Mit wem reisen wir denn? Wer mag uns denn noch? Oh, der hat tatsächlich hier noch eine Freundin in Anführungsstriche. Der oben, der Hugo, weiß ich nicht, was er mit denen zu tun hat. Joshua Brom. Ja, wir werden mit ihm, wir sehen ihn mit einladen. So. So. Ja, auch ein böses Mädchen braucht ein paar Freunde. So. Oh, was will ich denn hin? Hallo? Jetzt haben wir schon ab. Zu spät. So. Wo geht's denn hin? Was da? Brom. Was ist das? Nö. Wer wohnt da? Oder auch so eine Riesenfamilie. Können wir alle ärgern, ne? Das hat einen Riesenspaß. Wir werden mal dahin reisen. Genau. Auf geht's. Besuchen wir mal diese Familie. Ich weiß gar nicht, ob sie von mir gebastelt war oder vom System schon da war. Ist ja auch egal, ne? So, wir werden einfach da mal ein bisschen Chaos erzeugen. Das ist natürlich komisch. So. Hey, da sind wir schon. Oh, erstmal hier mit ihm reden hier. Freundlich. Das ist der einzige Freund. Können wir so ein Foto machen? Hm. Machen wir mal so ein Foto erstmal. Selfie. Hä? Yumba! Arama! Ja, schön, wenn das auch hier gespeichert würde. Das wäre gar nicht schlecht. So. Ja, lustig. Was soll ich machen? Oh, freundlich. Gemeinsam Geheimschaft hören. Kann er die Geschichten erzählen? Oh. Also, was haben wir da? Huch, es läuft ja weg. Wir müssen zur Schule. Wir müssen zur Schule. Huch. Wieso zur Schule? Ist das Samstag? Nichts müssen zur Schule. Wieso läuft die denn weg? Wo läuft die denn? Hallo? Wo läuft die denn weg? Was soll denn das? Ach, sie wollte zum Schiff hin. Sie wollte spielen. Nein, warte doch. Hallo? 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 Naja, gut. Geh doch. Tschüss. Ja. Wir wollten ja eigentlich hier die Familie besuchen gehen. Jetzt geht sie auch dahin. Oh Mann, ich wollte da jetzt nicht hin. Knallebunt, das Spiel ist ja knallebunt, ne? Das ist versprüht so ein bisschen Nintendo Atmosphäre. So. Nee, den Hugo mögen wir nicht, das hör ich mal auf. Mag ich nicht. So. Hm? So, so. Schlechte Beziehung zu Kitten. Nö. Warum? So, lass mal eins spielen hier. Okay. Wenn ihr auf Held gespielt habt, gehen wir wieder zu unserem Ziel zurück.
Mal gucken, was wir hier so haben. Wir gleiten mal hier so durch die Gegend. Wer ist das denn? Sieht auch komisch aus, ne? Ah. Okay. Oh, Itepetite. Mhm. Eingebildet, hm? Sonst hängen sie alle hier so schlaff, ne? Also schlaffig ist alle, ne? So, Straßenbahn. Kann man nicht reingucken. Aber ich hoffe, dass es mehr Details geben wird, weil wenn es eine andere Version von Sims geben sollte, sollten wir auf mehr Details setzen. Huch. Die stinkt aber. Ich glaube, der qualmt es. Qualmt es aber gewaltig aus der Windel raus hier. Wappelt richtig hinterher, hin und her. Ist sie so voll, die Windel? Huch, jetzt kommt er rausgelaufen. Ja. Wo läuft der denn hin? Ist der hinten was zu sehen? Aber im Haus laufen. Ach, der will hier sauber machen. Krasser Bengel. Und meine Schwester macht das gleich wieder dreckig. Hier können wir nichts sehen hier drin. So. Wir werden die jetzt mal besuchen gehen. So. An der Tür klopfen. Guck mal, weil das war unser eigentliches Ziel. Wir wollen ja auch mal ein bisschen besuchen. Vielleicht ein bisschen Chaos stiften. Hm? Da blinken da. Noch ein stinkendes Kind. Qualm. Wie viele sind da noch? Ist da ein Nest? Und da qualmt da auch die Windel schon. Versuchen wahrscheinlich von ihr eigenen Gestank zu flüchten, vermute ich mal. So. Jetzt können wir reingucken. Oh Mann, was ist das denn? Kommen wir hier rein? Können wir ihre Toiletten benutzen? So, gehen wir mal rein. Der ist verrückt. Ich glaube, der ist nicht normal, oder? Okay. Gruseliger Typ. Hallo. Geh mal rein. Warum nicht? Achso. Kann hier nicht rein. Mhm. Okay. Wir kommen hier nicht rein. Sind hier unerwünscht, glaube ich. Warum wohl? Warum? Hast du sie eingenässt? Ja, tatsächlich. Das hat sich mal auf die Erde geschafft. Oh, kann ich. Nee, gar nicht. Die macht die Farbe da weg. Warum macht sie das? Hat sie weg? Die will überputzen. Hör auf zu putzen. So. Ja, freundlich, was? Kann ich mir vorstellen? Auf Wiedersehen. Nein, auf Wiedersehen. Du auf Wiedersehen. Mehr Auswahl. Kennenlernen. So. Ich versuche es mal kennenzulernen. Können wir nicht mal irgendwie freundliche Aktionen? Nein. Freundlich. Tag verschönern, Tag fragen, kennenlernen. Nee, man kann da nicht. Ich bin wechseln oder so. Der bleibt stinkend. Okay. So, na gut. Schauen wir mal, was wir hier noch so in der Gegend finden. Na, und wir müssen ja auch mal wieder einen ärgern. Ne? Wir müssen wenigstens einen Tag versauen. Mal gucken wir mal. Wir wandern mal hier den Weg so lang. Mal, den könnte man den Tag eigentlich versauen. Den kennen wir doch, ne? Grob vorstellen. Jetzt fängt das Rennen an. Was soll denn das?
Willst du hin? Wo bist du denn? Mhm. Der ist hier sehr angeregt, anscheinend. Da kommt jetzt ihr eigentlicher Freund wieder zurück, den sie hergekommen ist. Im Fallenes. Okay. Die treiben sich alle draußen rum. So. So, so, so. Flug. Erschrecken. Das wollen wir mal ein bisschen böse sein, ne? Das ist ja lustig. Lustig. Zum Massen schneiden. Ja, das ist nicht so Ruhe zu bringen, ja? So, dann was Gemeines. Hier, verbotene Wörter. Oh, Ich schrecke nochmal. Was haben wir noch für Unfug? Was ist das für ein Fleck? Oh, das ist auch toll. Das ist auch toll, oder? Kurve gemein. Die Mehrauswahl. Gemein. Auf Fischkarten. Verspotten. Verspotten ist lustig. Oh, wer ist ein Schlagpferd hier? So. Ja, schön. So, gemein. Haben wir ihn beleidigen? Beschimpfen wir mal. So, gemein. Mutter labernen. So, gemein. Schubsen. Gemein. Provozieren. Das ist schön. Das ist ein tolles Programm. Müssen wir ihn auch wieder zum Platzen bringen. Also einen müssen wir wirklich immer fertig machen. Das ist das, ne? Ja, boah, halt schreiben, das kann man machen, aber allgemein. So, beleidigen. Nicht mehr gemeines. Ja, verbotene Wörter. Ja, verbotene Wörter sind schön. Verbotene Wörter. Dann schubsen wir ihn nochmal, damit er das klar sieht, woran er ist. Eine Auswahl. So, weggehen. Nein, ja. Die Stimme lässt sich, ja, gute Idee. So, ein. Noch mehr? Gemein. Ist das schockiert? Eine Auswahl haben wir denn noch. Weggehen, Outfit-Sporten, Outfit-Sporten hier. Gemein. So, Sims lässt dann. Wie kommen wir denn mal? Wir haben doch hier einen. Ja, der hier. Oh. Den haben wir auch noch. Ja. So, gemein. So, eine Auswahl. Wut verniedlichen. Oh,
Allgemein. Ampulle nochmal ein bisschen. Mehr Gemeinheiten. Schubsen. Gemeinheiten. Provozieren. Gemein. Beleidigen. Gemein. Ampullen. Gemein. Schubsen. Gemein. So, ja, gemein, verspotten, gemein, ambulen. Ich weiß gar nicht, wie weit das eigentlich geht. Also, bisher habe ich nur, dass die Leute einfach abhauen, ne? Ja, außer mehr geht nicht. Food verniedlichen. Gemein. Mehr Auswahl, was haben wir denn zum Feind erklären? Ja. So, und gemein. Oder Lama nennen. Ich mach das alles nicht mehr. Gemein. Beschimpfen, das ist wieder so harmlos. Gemein. Verspotten. Der macht nichts. Ich kriege mal jetzt einen Befehl hin. Gemein. Beschimpfen. Gemein. Schubsen. So. Gemein. Verspotten. Gemein. Beleidigen. Es geht nicht mehr jetzt. Jetzt ist es vorbei, glaube ich. Gemein. Beleidigen. Er nimmt nichts mehr an jetzt. Gemein, Auswahl, verspotten. Gemein, ambulen. Schieß dich hin, Fan. Gemein, provozieren. Ich glaube, da haben wir alles. Aber es geht nicht schlimmer. Es ist das Anschlag und es geht nichts. Also, Hunger. Und? Gruselige Familie. So, und was soll ich jetzt noch machen? Gemein. Beschimpfen, beleidigen, anbrüllen, haben wir den Sporten. Mehr Auswahl haben wir nicht. Feind erklären, weggehen. So, tschüss. So, das war's. So, jetzt kommen wir nach Hause, ne? Wir haben alles erledigt, würde ich sagen. Ne, nach Hause? Grundstückszentriert. Achso, nee, das Grundstückszentriert. Achso, das wollte ich gar nicht. Nach Hause wollen wir eigentlich. Wir können nach Hause gehen. Ach, da drücken. Na, so. Nach Hause. So, ich denke, wir haben lange genug hier Zeit verbracht. Es ist auch mittlerweile dunkel. Und unser Freund hat uns auch schon verlassen, ne? Ja. Ist ja nicht, ne? Geht nicht schneller? Kann ich ja nicht schneller hinterher? Kann ich ja leider nicht schneller hinterher. Yep. Okay. Jo, ich denke, wir haben auch lang genug wieder Zeit verplempert. Wir haben ein paar nette Minuten gehabt und vor allem wieder viele, viele böse Minuten. So, naja. Haben wir wieder einen Tag versaut. Und selber können wir eigentlich eine Dusche gebrauchen. Yep. Duschen wir mal schön. Frische Dusche. Nachdenklich duschen muss sie wollen. Ne? Ich muss das mal Revue passieren lassen den Tag. Und dann sollte sie auch mal was essen. Aber nicht das hier. Weglegen. Aufräumen. So. Und dann hier schnelle Mahlzeit gibt es hier Joghurt. Nicht so dick werden, ne? So. So. Trotzdem deprimiert. Ups. Du musst ja aufpassen hier bei YouTube. Ne? Also Körper ohne, Menschen ohne ja, Kleidung. Bei YouTube ja nicht so gern gesehen. So, obwohl es ist ja nichts zu erkennen. Also ich sehe ja am besten Fall einen Körper wie eine Barbie-Puppe. Und da sind gar keine Geschlechtsmerkmale. Ja, aber mich hat diese Pixelkram genervt. Deswegen ist das hier raus. Bei Sims 3 und so und 2 funktionieren diese Updates nicht mehr. Okay. Ja, aber das reicht auch schon. Wir können an dieser Stelle beenden und schauen mal, was wir demnächst machen. Ich muss mir auch noch was anderes einfallen lassen. Ah, würde ein paar irgendwelche Events teilnehmen. Mal schauen.
Bis dahin wünsche ich euch was. Ciao, euer Jockel.